Hallöchen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von Palette. So, nicht wundern, in den nächsten 5 Minuten weiß ich ungefähr, was ich machen muss, weil ich das hier schon mal aufgenommen habe, aber so unfassbar lange gebraucht habe, weil ich mich total verlaufen habe, dass wir es einfach neu aufnehmen. Finde ich besser, weil vorher war es totales Chaos, hätte ich so viel schneiden müssen, hin und her cutten müssen und ich bin nicht so gut im Rumschnibbeln vom Videomaterial. So, dann arbeiten wir uns hier mal vor. Jetzt müssen wir hier entlang. Hier müssen wir nämlich vorsichtig sein und uns einfach richtig hinstellen. Dann können wir uns heilen und können hier weiter. So, am Essenstisch heißt das hier. Und wir schauen uns mal die Blumen an. Blumen. Da waren immer Blumen auf dem Essenstisch. Rote Blumen. 2 von uns. Ah. Okay, hier ist eine Person. Am Tisch war noch jemand außer mir. Aber ich kann mich nicht genau erinnern, wer. Und hier haben wir leckeres Essen. Ich erinnere mich. Ich habe immer das Kochen übernommen. Ich bin alleine zum Markt gegangen und habe das Essen selbst gekocht. Jeden Tag hatte ich fast das gleiche Essen. Ja, hier finden wir leider noch nicht heraus, wer das ist. Also müssen wir erstmal zurück und hier geht es nicht weiter. Ich kann das zwar schon mal öffnen, aber da haben wir noch nicht genug Kraft für. So. Okay, das war knapp. So. Dann, ich weiß gar nicht, ob unsere Kraft ausreichen wird, um zurückzukommen. Doch, ich glaube schon, ha? Kriegen wir hin. Das ist ja nett. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ich habe es schon wieder vergessen. Boah, habe ich ein Kurzzeitgedächtnis? Ist das schlimm oder was? Oh, das wird aber sehr eng. Ach doch, genau, wir müssen rechts lang. Ah, okay, das schaffen wir sowieso nicht. Das wird nichts. Gleich sind wir tot. Also, tot. So. Okay, jetzt müssen wir aber rechts lang, genau. So. Nein, nicht schon wieder das musikalische Durcheinander. Ach nee, ist alles in Ordnung. Ach nee, wir müssen jetzt hier unten. Genau. Jetzt können wir das breaken. Und jetzt haben wir nämlich genug Energie, um hier entlang zu kommen. Hier ruhen wir uns erstmal aus. Scheiße, das reicht doch gar nicht. Ah, okay. Alles klar, genau. So war das. Und dann hier. Ich erinnere mich an diesen Mann. Er hat immer diesen Hut getragen. Ein schwarzer Hut. Den immer getragen. Er war mein... Du hast die Scherbe schwarzer Hut erhalten. Ich würde sagen, er war mein Vater, wollte sie sagen. Und ich glaube... Oh! Wir dürfen uns heilen, aber das bringt sowieso immer nichts. Es reicht dann sowieso nicht aus, um zurückzukommen. Hohoho, ja, genau. Wir sind gestorben. Doch, irgendwas ist mit dem... Sound doch, oder? Oder bilde ich mir das ein? Ich höre doch auch noch so ein... Ich mache mal einen ganz kurzen Cut, einen Moment. So, jetzt müssten die Hintergrundgeräusche wieder normal sein. Jetzt können wir uns weiter auf den Weg machen. Und ich würde sagen, dann gehen wir mal zu dem Typen, der da am Tisch mit saß. Das wäre wahrscheinlich am logischsten, dass ihr Vater da mit am Tisch saß. Genau, also diesen Teil habe ich jetzt noch nicht gespielt. Nur das davor eben. Bis natürlich der Bug kam. War ja klar, dass sowas auch noch passiert. Das Spiel lässt uns hier nicht in Ruhe. So, jetzt geht es hier entlang. Oh, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Oh, ach so, ja klar, wir haben ja jetzt eine Energie mehr. Habe ich ganz vergessen. Schauen wir mal. Das ist bestimmt der Mann mit dem schwarzen Hut. Ist bestimmt dieser Mann. Er ist mein Vater. Er hat immer diesen Hut getragen. Im Haus und zum Essen. Immer. Was? Oh, mein Vater hat sich immer bei mir entschuldigt. Es tat ihm leid, dass ich immer von zu Hause weg war. Tut mir leid, dass ich dich alleine gelassen habe, sagte er. Ach so, er hat das gesagt. Also er hat gesagt, tut mir leid, dass ich immer weg bin. Tut mir leid, dass ich dich alleine lasse. Aha, alles klar. Gucken wir mal, ob es hier jetzt vielleicht... Ja. Ah, na hoffentlich gibt es eine Heilungsmöglichkeit. Ja, alles klar. Dann schauen wir doch mal, was hier ist. Candlelight. Aha. Also Kerzenlicht. Hier ist nichts.
gucken wir mal, ob bei diesem oberen. Es heißt A, 2 von uns B. Was hier ist, er das wieder? Oh, das ist die rote Silhouette. Wenn wir aßen, sagte sie das immer. Oh, vielleicht habe ich wieder zu viel Zucker benutzt, sagte sie. Das hat sie zu sich selbst gesagt. Aber ich hatte das Gefühl, sie wollte, dass ich das höre. Hm, komisch. Sind das irgendwie, waren die Eltern getrennt? Hm, das könnte natürlich sein. Ah, da ist irgendwas. Wieso wundere ich mich bei dieser Mauer? Ja, da ist irgendwie ein ganz wenig zu sehender Umriss. Da ist nichts, denke ich. Ja, ich denke, da ist schon was, aber ich erkenne jetzt auch nicht wirklich viel. Ich gucke hier mal noch ein bisschen. Oh, ich habe meinen Teller sauber gemacht. Und alles, was ich probiert habe, schmeckte süß. Hä? I cleaned? Oder meinte sie, dass sie ihn aufgegessen hat? Gucken wir mal. Ich drücke zur Sicherheit hier noch. Das ist immer zur Sicherheit besser. Nicht, dass hier irgendwas ist, aber es scheint nichts mehr da zu sein. Okay. Dann mal zurück. Dann bin ich ja gespannt, ob sich hier irgendwas Neues irgendwo eröffnet hat. Hier ist nichts Neues. Okay. Ah, wir werden sterben. Okay. Dann gehen wir mal wieder rein. Wo könnte denn jetzt was sein? Gute Frage. Wir haben ja jetzt auch relativ viel Leben. Aber weiß ich nicht, ob wir nicht sogar... Na, hier oben kommen wir noch nicht lang. Das war viel zu weit. Das kriegen wir niemals hin. Aber vielleicht geht es hier lang? Aha, sehr gut. Wo war denn oben? Sekunde, ich habe mir hier ja jetzt wieder so ein Kärtchen gemalt, wo wir bisher waren. Aber eigentlich erkenne ich da drauf nichts. Ich gehe erstmal da lang weiter. Was ist das hier denn? Szene 20. Worte an der Wand. Aha! Da war ein Graffiti an der Wand. Irgendwas mit roter Farbe gesprayt. Der. Mörder. 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 Wieso? Atonement. Anmerkung. Was ist das? Ein Tier? Sieht aus wie ein Kind. Okay, ist hier mehr nicht? Also nicht mehr? Ach so, nein, da nicht. Sonst sind wir ja gleich wieder weg. Okay, hier scheint nichts zu sein weiter. Oh, hier geht's noch weiter. Ah, super. Und was haben wir hier? Ein Sommernachmittag. Oh oh, ein Grab. Oder? Nee? Ist das so eine Art Monument? Ich glaube eher, dass das ein Grab ist. Aber es wird nichts getriggert hier. Entweder existiert das, was hier getriggert werden soll, noch nicht. Oder ich finde es nicht. Aber eigentlich sehe ich hier nichts. Ich drücke zur Sicherheit. Hier ist irgendwas Unsichtbares. Das wird wahrscheinlich später noch erscheinen. Und dann so, oh, da ist was. Oder es ist einfach nur ein Bug. Ich drücke. Aber hier erscheint leider nichts. Also geht das hier irgendwie noch nicht. Okay, also für mich sah das nicht wie ein Monument, sondern wie ein Grab aus. Aber, oh! Noch ein Weg. Oh! Es ist eine Katze. Eine Katze, die sich nicht bewegt. Eine kalte Katze. Sie hat aufgehört, sich zu bewegen. Irgendwo. Wir haben die Katzenscherbe wieder erhalten. Aha. Alles klar. Ja, jetzt sterben wir leider. Aber wir können wieder rein und wir wissen ja schon dann, wo wir jetzt die Katzenscherbe erstmal anwenden können. Das ist hier schon mal gut. Huch! Was ist denn jetzt los? Hä? Ich mach übrigens... Oh! Was ist denn los? Was ist denn los? Ich dachte, ich hätte gehört... Ich hatte einen Traum. Hm? Ich träumte, ich würde blind werden. Ich war an einem dunklen Ort.
an dem ich nicht sagen konnte, was die Dinge waren, und ich war alleine. Und ich hörte eine Stimme. Jemand rief mich von weit weg an. Ich kenne nicht sein Gesicht oder sowas, aber es war ein seltsames Gefühl. Ein seltsames Gefühl? Ja, es war wie meine Nervosität, als wäre die einfach weg gewesen. Ich verstehe. Naja, jetzt ist alles in Ordnung. Also schlaf friedlich. Ich werde auch ins Bett gehen. Gute Nacht. Falls ich wirklich blind werden sollte, wärst du dann da, Dad? BD, kannst du mich hören, BD? Ja, ich werde weitermachen. Da unten ist ein neuer Weg, aber ich würde ehrlich gesagt ganz gerne die Katze wegbringen. Also dahin bringen, bevor ich vergesse, dass ich sie dahin bringen wollte. Das war hier unten, ne? Genau, hier links lang. Okay, dann bringen wir sie erstmal hierher. Mörder. Okay. Eine tote Katze. Sie hatte sich ein Haus gesucht in unserem hinteren Garten, aber ich hatte nie viel für sie übrig. Wann auch immer ich ihr nahe kam, da hat sie mich angefaucht. Und eines Tages war sie tot. Tot von einer schrecklichen Wunde. Wieso ist das geschehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht und ich habe immer bei diesem Spiel langsam ein sehr ungutes Gefühl, was alle Leute hier anbelangt. Ich traue hier eigentlich niemandem mehr so recht über den Weg. Okay, dann hatten wir hier einen neuen Weg gehabt. Hä? Wo laufe ich denn hin? Ich habe mich mal wieder verlaufen. Na gut, my head hurts. Also neu. Dann müssen wir jetzt, genau, dann nehmen wir mal den neuen Weg, würde ich sagen. Was haben wir denn hier? Ach du Scheiße. Ne, da unten geht's ja sowieso noch nicht weiter, das ist ja noch weiß. Was war denn hier gewesen? Ach ja, da war... Aber vielleicht könnten wir hier rechts nochmal gucken. So, hier wissen wir das. Da wissen wir noch nicht, was das hier ist. Aber da oben, genau. Oh, oh, Vorsicht. Puh, das war knapp. Was haben wir hier? Rote Postbox. Rote Briefbox. Briefding. Brieferhaltungsteil. Eine rote Postbox. Einmal, als ich frei hatte, da malte ich die rostige Postbox rot an. Mein Vater malte sie an. Vater? Ich kann mich nicht erinnern. Nichts. Ich kann mich an nichts anderes erinnern. Oh Mann. Zwielichttor. Ah, verflixt, können wir nicht erkennen. Aber da ist die Katze? Ah, da war eine Katze im Garten. Ich habe sie nicht aufgezogen, aber sie war immer dort. Ich mochte sie nicht so sehr, deshalb... Aber nein, aber wirklich, aber ich mochte sie gerne anschauen. Weil ich so oft alleine war. Ich glaube, ich wollte mit jemandem zusammen sein. Also sie wollte halt nicht alleine sein. Hier scheint ja sonst leider nichts zu sein. Sie hat sich also nach Gesellschaft gesehnt. Okay, das geht leider nicht. Ah, da oben. Okay, weiter geht's. Oh, bitte, Heilung. Ja! Geil! Was ist das hier? Huch, das ist ja klein. Nacht, einsame Nacht. Oh! Okay. Ein Hutständer oder was? Ja, ein Hutständer. Aber da hing nie etwas dran. Okay. Und jetzt geht's auch direkt weiter. Oha, Hä? Eine kaputte Wand? Die Wand ist kaputt, eingerissen. Da war irgendwo eine Wand mit vielen Einbrüchen oder so. Wieso kann ich mich an so etwas erinnern? Aha, wir haben die Scherbe
Okay, das da ist erledigt. Ja gut, ist egal. Wir können ja jetzt sterben. Aha, das können wir natürlich da oben links machen. Oh, da ist noch ein neuer Weg. Nee, ich mach das erst. Wenn ich das nicht mache, dann vergesse ich das wieder. Deswegen machen wir das alles in der korrekten Reihenfolge hier. Oh Gott. Mann, oh Mann. Das erfordert hier gerade von mir höchste Konzentration, muss ich ja mal sagen. Gar nicht so einfach. So. Genau, das hier war ja ein ziemlich weiter Weg gewesen. Wobei es uns ja jetzt auch schon ziemlich gut geht. Wir haben jetzt ja schon viele Scherben eingesammelt und können viel weiteren Weg schon laufen. So. Oh mein Gott, da geht's jetzt auch lang. Oh nein, aber jetzt haben wir nur noch... Ah, okay, Gott sei Dank. So. Dann probieren wir mal die Wand hier. Genau. So. Da. Tatsächlich. Eine kaputte Wand. Die habe ich irgendwo gesehen. Ich habe eine Wand mit... Oh, Bruce, da muss ich immer Verletzungen denken. Halt mit so Beschädigungen. Huch! Was ist das? Krach im Wind. Also wenn so das Holz so knarrt. Knarrt. Knarren im Wind. Eine Brise und das Haus knarrt. Es hörte sich an, als würde jemand singen. Als ich jung war, in den nahen Wäldern, da gab es ein Haus, wo niemand wohnte. Das hier war ein Raum in jenem Haus. Ich habe dort oft alleine gespielt. Spielte alleine, ganz alleine. Ich war immer alleine. Okay. Komme ich dann da nochmal hin? Achso, ich wiederhole nur die Szene, okay. Aber ich kann mich hier nicht bewegen. Alles klar. Krass, okay. Das war irgendwie creepy. Sie war immer alleine. Hm. Ich muss unbedingt jetzt mal kurz speichern. Das sieht zwar immer hier ulkig aus. Safe Game, wir machen mal Safe 5. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Nummern ich hatte. Ach, verflixt, das ist ja das Falsche. Ich muss ja so rummachen. So. Okay, dann gab es hier ja noch einen anderen Weg hier. Ah ja, super. Hier nach rechts jetzt. Und in unserem Zimmer, ne? Ach, herrje. Ich überlebe das knapp nicht, ne? Glaube ich. Nein! Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich bestimmt voll reingehustet. Kacke! Oh, Manu, jetzt müssen wir den Weg nochmal machen. Naja, gut. Oh, oder wir gucken jetzt... Nein, wir sollten wirklich zuerst den Weg da oben lang machen, sonst vergesse ich das wieder. Vielleicht haben wir dann auch mehr Energie übrig. Oder auch nicht. Nee, ich glaube, es wäre besser, wenn wir sogar erst nach links gehen und uns dort neu aufladen. Ja, hier muss man manchmal echt mit Tricks arbeiten. Das ist gar nicht so einfach. Ganz schön gefährlich hier. So. Vielleicht schaffen wir es auch bald in diesem anderen Raum dadurch. Diesen langen Gang, wo so viele... Also nicht ganz so viele wie in dem anderen. Oh Gott, ich weiß auch nicht. So ein Durcheinander. Hier unten ist auch noch ein Weg. So. Ach so, genau. Hier kommt ja keine Heilung, weil wir noch nicht so weit sind. Da gehe ich jetzt nicht lang, weil sonst ist da keine Heilung. Genau. Jetzt nehmen wir das hier mit. Gehen dann wieder zurück. Dann gehen wir hier lang. Und diesmal gehen wir... Ja. Super. Sehr gut. So, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Da waren Früchte und Gemüse in dem Korb. Äpfel. Diese Äpfel waren köstlich. Der Mann auf dem Markt hat mir immer Rabatt gegeben auf die Äpfel. Die rote Frucht. Huch. Früchte und Gemüse sind manchmal aus dem Wagen gefallen. Ein Apfel, ein roter Apfel. Dann wiederum war es das Gleiche. Da war nur ein einziger Apfel. Was? Ich lief einen verschneiten Weg entlang.
Weiße Welt, Szene 22. Nur laufen. Im Winter sind Leute oft erfroren. Zu Tode erfroren, naja, ist ja klar. In dieser Kälte. Das ist die Kälte. Ich bin da durchgelaufen. Eine pure weiße Welt. Oder eine reine weiße Welt. Ich dachte, die ganze Welt sollte so rein und weiß sein wie das hier. Aber es gab eine andere Farbe. An einem Ast eines Baumes war ein einzelner Apfel. Ein roter Apfel. Was ist das für eine crazy Erinnerung? Ich gehe da nicht nochmal ran. Der alte Mann auf dem Markt, er war nett. Auf meinem Nachhauseweg sagte er, ich sollte den Doktor grüßen. Doktor? Was für ein Doktor? Hä? Welchen Doktor? Welchen Doktor? Welchen Doktor? Ich mag es nicht, dass ich hier keine Ahnung habe, was los ist. Welcher Doktor? Am Ende kennen wir Sian vielleicht schon längst. Oder Sian ist unser Vater? Nein, er hat ja nicht den Hut. Ach so, hier müssen wir wieder her. Ach, da ist dieser Turm, der auch in dem anderen Raum ist. Oh, da waren Früchte und Gemüse in dem Korb. Und hier? Auch? Hier auch? Hier können wir nichts machen, okay. Ich gehe nochmal zu dem Mann. Ja, Doktor, welcher Doktor? Keine Ahnung. Verflixt, da kommen wir nicht weiter. Okay. Schade. Ach, schade, Manu. Oh nein, das wird nichts. Oh. Oh, das schmerzt. Nee, das wird nichts. Und hier hatten wir ja alles, ne? Hier haben wir alles entdeckt. Wir könnten hier einmal schnell gucken. Da hat sich kein neuer Weg aufgetan. Okay. Und sonst war da oben ja auch nur der Raum gewesen, den wir komplett erarbeitet hatten. Genau. Hey, halt! Da bei ihm, die Wand. Die ist kaputt. Scheiße, jetzt bin ich wieder hier. Oh mein Gott, ich habe eben voll mich erschrocken. Okay, wir gucken hier mal noch, aber dann müssen wir unbedingt die Wand untersuchen beim Arzt. Boah, Hilfe. Weiter. Was ist das? Zurückgelassen. Was ist das hier? Als ich nach Hause kam, da war niemand, nur eine Notiz. Ich glaube, auf der Notiz stand, ich komme vielleicht für eine Weile nicht nach Hause. Ich habe dein Geburtstagsgeschenk ein bisschen früher besorgt. Ich denke, es wird dir gut stehen. Eine Schande, dass ich dich nicht damit sehen kann. Mach dir keine Sorgen. Ich komme zurück, um dich zu holen. Der Job meines Vaters bedeutete, dass das Haus oft leer war. Also musste ich häufig alleine auf das Haus aufpassen. Aber dieses Mal fühlte es sich anders an. Strohhut. Scheiße. Kacke, es geht nicht. Schade. Und hier? Ich hasse es, wenn wir was nicht erkennen. Ich hasse das. Ich drücke überall zur Sicherheit, weil man ja immer nicht weiß, ob da doch was ist. Ach, verflixt, hier ist so ein Quadrat. Oh, verdammt, es geht nicht. Okay. Oh, wir müssen unbedingt beim Doktor gucken. Okay. Können wir ja noch machen und dann müssen wir aufhören. Hä? Was ist denn mit diesen Beschädigungen in der Wand? Sonst hast du dazu nichts zu sagen? Das ist doch voll krass, Mann, dass das plötzlich bei dir aufgetaucht ist. Er macht sich voll keine Gedanken darum. Sauerei. Na gut, ich höre gerade, dass die Musik auch wieder durcheinander kommt. Dann machen wir jetzt einfach mal einen Cut. Das ist ja sonst ziemlich smooth gelaufen. Haben wir voll gut hingekriegt hier. Und diese Musik im Hintergrund macht mich total verrückt. Jetzt ist alles gleichzeitig. Der Wind heult, ich höre irgendwelche Vögel zwitschern. Dann ist dieses mechanische Geräusch. Okay, dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge von Palette wieder. Und ich bin gespannt, was wir weiteres aufdecken werden. Und ich werde mir vielleicht vorab wieder ein bisschen Gedanken machen. Weil, wie gesagt, ich hatte eigentlich die ersten 5 Minuten von dieser Folge schon aufgenommen. Aber ich habe das alles... Das war ein totales Durcheinander, deswegen habe ich es einfach neu angefangen. Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal. Also bis dann. Ciao, ciao.